Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount hier aus Terra Mortis von der Protosynthesenschmiede. Und dazu habe ich euch hier den gescheiterten Flitze-Woden-Prototyp mitgebracht. Und dieses Mount ist wieder ein Schneckenmodell. Hier jetzt aber mit quasi einer weißen Schnecke und so ein bisschen silber gehaltenem im Häuschenlein. Ich würde sagen, als erstes schauen wir uns einmal das Mount Special an. Wie schon bei den anderen Schnecken verzieht sich das Häuschen rein und dreht sich so ein bisschen. Ist ganz nett. Hat auch von der Farbgebung einen recht coolen Touch tatsächlich. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns als erstes mal an, wo wir hier uns das Mount basteln können. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst, wenn ihr eine Vorquest bewältigt habt. Diese Vorquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbannten eine Konsole freigeschalten. Und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir. Und die schimpft sich einfach Chiffrenkonsole. Bei der Chiffrenkonsole müssen wir dann folgendes skillen, und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soatomas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest und zwar hier im Lager Huld des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste sieht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest. Und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali. Die sind einmal, oder die startet einmal auch wieder in der Huld des Pilgers, schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede und dort können wir dann die Quest abgeben, kriegen schon mal ein paar Mats fürs erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten, das ist das hier. Und dann habt ihr erstmal nur einen Plan und dann sollten wir als nächstes lostickern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir zum Bauplan gescheiterter Flitze-Boden-Prototyp. Und der ist jetzt ein bisschen tricky zu bekommen. Ihr müsst ein paar Voraussetzungen haben. Ich habe den jetzt einmal im Twink schon geholt. Den gibt es nämlich hier in so einem verschlossenen Special-Raum, wo wir uns hinporten müssen. Und um das kriegen zu können, brauchen wir einmal eine Skillung, die wir freischalten. Und zwar in unserer Firmen-Skill-Konsole müsst ihr einmal freischalten Verständnis des Altesischen. Wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr noch eine weitere Voraussetzung und zwar, ihr müsst einmal das Kapitel 6 von 7 gespielt haben und das ist nämlich das Kapitel, wo wir uns hier oben so ein bisschen rumporten müssen, ja. Da portet ihr euch dann immer die verschiedenen Ebenen hoch mit diesem Portsystem, das dürftet ihr an der Stelle schon kennen und jetzt ist es so, ihr habt diese kompletten Ports hier hoch, ihr könnt aber jetzt auch an der Stelle schon fliegen, wenn ihr das Kapitel 6 abgeschlossen habt und dementsprechend nochmal dieses extra Achievement gemacht habt. Dazu habe ich auch schon ein Guide-Video gemacht, falls euch das Fliegen noch fehlt. Sobald ihr das habt, könnt ihr, hier oben habt ihr dann die Quest gemacht, also wir sind jetzt auf den Koordinaten 47, 33 und hinter diesem Gebäude ist nochmal eine extra Rune, die wir anklicken können. Ja? Und zwar seht ihr, hier ist noch eine extra Rune. Die klicken wir an und wir haben einen neuen Ort gelernt. Es ist nämlich so, dass wir insgesamt zwei Portsysteme haben, die wir hier nutzen können. Ein normales Portsystem, da haben wir diese 5, 6, 7 Ports, die man dementsprechend kriegt für die Quest. Und dann gibt es noch ein extra Portsystem, wo wir dementsprechend über zusätzliche Runen nochmal freischalten können. Wichtig ist jetzt, dass ihr euch ein bisschen Energie besorgt. Und zwar, wir brauchen 60 Energie. Und das holt ihr ja, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, wenn ihr diese Quest gemacht habt, indem ihr in diesen Lachen steht und dann dementsprechend Mobs umhaut. Und hier so ein bisschen das Zeug hochsteckt. Ja? Also 60 reichen eigentlich, den hauen wir jetzt noch um. Und ja, jetzt haben wir einmal
die Skillung, Verständnis des Altesischen, wir haben die Kampagne auf 6 von 7 erledigt und wir haben da hinten die Rune einmal gelootet. So, jetzt fliegen wir runter zum Eingang hier. Also ich zeige es nochmal, hier Koordinaten 50, 31, wo wir unser Portsystem drin haben. Und jetzt ist es so, dass ihr hier einmal den Port habt. Ihr seht, da sind diese ganzen Dinger, die wir für die Quest schon freigeschalten haben. Wir porten uns jetzt in den interne Locus-Ding rein. Und wenn wir da sind, nehmen wir nicht den normalen Port, sondern wir haben jetzt hinten einen Special-Port, ne? Und der bringt uns in einem Extra-Port-System. Ich habe jetzt hier schon zwei Räume freigeschalten. Soweit ich weiß, gibt es, glaube ich, vier Special-Räume. Und wir wollen jetzt einmal hier in das gewölbte Alkoven-Dings rein. Und da porten wir uns einmal hin. Da brauchen wir nämlich dann auch nochmal 30 Energie. Und dann sind wir da, wo mein Hunter ist. Ja? Und hier ist es jetzt so, dass wir ein kleines Minigame spielen müssen. Wir haben nämlich hier hinten eine Schnecke liegen. Und mit dieser Schnecke können wir dann interagieren. Und jetzt ist es so, dass wir so goldene Portale haben. Oder ja, so goldene Kreise. Portale sind es keine. Und da müssen wir hin. Die Schnecke ist relativ langsam. Die hat hier so ein Special Spell. Da wird sie dann schneller mit. Beziehungsweise schießt sich in eine Richtung. Ich habe es jetzt ehrlicherweise so gemacht, dass ich den gar nicht eingesetzt habe. Schlichtweg, weil man sollte, glaube ich, an diese Sandhaufen nicht rankommen. Wenn man an die Sandhaufen rankommt, kriegt man den Minus-Buff. Und wir wollen aber den Plus-Buff uns hochstecken. Heißt, wir schauen jetzt halt mit der Schnecke, dass wir von einem von den goldenen Kreisen zum nächsten kommen, ohne diese Sandhaufen zu berühren. Wenn ihr eine längere Linie geradeaus habt, wo ihr quasi langchargen könnt, ja, ohne dass ihr einen Sandhaufen berührt, dann könnt ihr auch die Special-Fähigkeit einsetzen. Sicherheitsweise würde ich es einfach lassen. Ihr könnt dieses auch mehrmals machen. Ich habe es, glaube ich, einmal mit einem Twink verkackt. Also ihr könnt da immer wieder einsteigen. Also da ist es nicht das Problem. Aber so kommt er, glaube ich, schneller ans Ziel. So, dann tun wir jetzt hier nochmal rummanövrieren. Beim Twink hatte ich es bei 5 Stacks fertig. Und ihr seht, jetzt haben wir 5 Stacks. Jetzt ist hier einmal ein Schatz aufgetaucht. Wir können aus dem Schnecke rausgehen, hier hinten das Ding einfach looten, den Bauplan aufmachen und damit haben wir den dann auch eingetütet. Hier haben wir ihn einmal und ja, damit sind wir auch mit diesem Bauplan einmal fertig. Wie gesagt, ich fasse es nochmal zusammen. Ihr braucht die Kampagne auf Stufe 6. Ihr braucht einmal dieses Verständnis des Altalesischen und dann könnt ihr erst diese Rune looten. Vorher könnt ihr das nicht machen, ne? Also wenn ihr jetzt mit dem ganzen Portsystem hier keine Ahnung habt, in der Kampagne wird euch das erklärt. Deswegen habe ich das jetzt hier nicht extra erklärt, weil ihr braucht sowieso erst die Kampagne. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Sobald wir uns den Plan geholt haben, können wir uns dann einmal das Mount hier in der Protosynthesenschmiede bauen. Wir brauchen aber noch ein paar Materialien. Und zwar brauchen wir einmal Genesis-Partikel, davon insgesamt 300. Dann benötigen wir ein Werkzeug unbegreifliche Experimente und ein Helikit-Gitter. Sobald wir die haben, können wir loslegen. Ich zeige euch jetzt mal, wo wir die Materialien herbekommen können. Dann kommen wir zum ersten Item, und zwar den Genesis-Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. So ein bisschen mehr als 18.000 braucht man nämlich, um alle Mounts und Pads einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73 und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in der Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen, einfach reinqueuen. Ihr könnt es in einer 5-Mann-Gruppe machen, Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen, das bedeutet, es sind 2 4-Mann-Gruppen und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie sie denn alle antecken. Ich kann euch noch 1-2 Tipps geben erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmt, dann kann man eigentlich die zwei immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens 3 Mobs, 1, 2, 3 sind die da meistens und dann kann man auch noch ein paar von außen mit heranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK farmen, indem ihr euch einen Buff holt und zwar Toxitale schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen, ich pull jetzt mal
eins, wo Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff, Toxitalisch heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch Sockel. Und der verursacht einfach Folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit als Schaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Life haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts und ich fahre einfach 2 bis 3k DPS. Ja, das ist einfach nur Toxitalisch, passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid, ich sag mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFK't, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber Toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle 2 Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man Toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von 2 Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet, denn nach 2 Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann halt, glaube ich, bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle 2 Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbannten in der zweiten Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das erste bei Akularisch und dann am besten hier noch die anderen Sachen mit skillen. Hier das letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Ja, wie funktioniert das? Wenn ihr das erste geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Ja, hier zum Beispiel, da haben wir schon Toxitonisch, das könnt ihr euch holen oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise halt, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also das Toxitonisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall passiv Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut dann ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen, wenn ihr ein bisschen Gold über habt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir zum Helikit-Gitter. Das kriegt man von allen möglichen Schneckenmobs, wie zum Beispiel hier diese Schnecken, die hier unten rumfleuchen. Wir sind hier einmal auf den Koordinaten 55, 69 und hier sind einige Schnecken, beziehungsweise auch ein Schnecken-Rare, der relativ zügig spawnt. Dann kommen wir zum Werkzeug der unbegreiflichen Experimente. Dieses können wir aus einem Raid-Boss rauslooten. Und zwar schimpft sich der Leovim. Da müsst ihr ein bisschen weiter hier in die neue Raid-Instanz rein. Und zwar das Mausoleum der Ersten. Und dann haben wir hier Leovim, der oberste Architekt. Der droppt dieses Item zu etwa einer 5%igen Drop-Chance. Ihr könnt es sowohl im LFR, Normal, HC und im Mythisch-Modus looten. Ihr könnt das Ganze auch, wenn ihr die Schmiede mit einem Twink auch aufgebaut habt, mit einem Twink zusätzlich noch farmen, um dementsprechend eure Chance zu erhöhen. Wie gesagt, 5% Drop-Chance ist jetzt nicht sonderlich hoch. Ich habe das tatsächlich mit einigen Twinks so gemacht, dass ich die Schmiede hier aufgebaut habe und dementsprechend mit denen LFR gelaufen bin. Da muss man nur dann insgesamt 3 LFR-Bosse kurz machen und hat dann jeweils immer eine Chance quasi hier auf das Werkzeug. Sobald ihr euch dann den Plan gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Mats besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur ein Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt, in einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Mats farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine Extra-Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Talar, bis zum nächsten Mal. Ciao.